Da brodelt es aus der Erde, als hätte jemand unserem Heimatplaneten die Linsensuppe rektal eingeführt. Schlimm, sehr unschön. Jetzt soll über Sicherheitsmaßnahmen geredet werden. Das finde ich persönlich eine gute Idee. Schade, dass nicht vorher jemand drauf gekommen ist. Nie kommt mal jemand vorher auf so eine gute Idee. Wie in Fukushima. Größten Kernkraftwerke der Welt, direkt ans Meer gebaut. Aber dass da mal eine Welle kommen könnte, konnte man nicht ahnen. So schade, dass man vielleicht überhaupt, wenn man irgendwo 4 Kilometer tief in unserer Erde rumbohrt, dass man das macht wie eine Mietwohnung zum Beispiel, dass man guckt, was man tut, dass man da einen Haupthahn zum Abstellen dran macht, möglicherweise. Das wäre doch mal was, aber ist wahrscheinlich auch zu einfach. Man denkt oft als Laie, ist alles so einfach. Man denkt, die bohren nach Gas, ist gefährlich, die passen schon auf, die sind ja nicht blöd. Doch, doch. Definitiv. Und jetzt sollte man nicht näher als 4 Kilometer da ranfahren. Und wenn man näher dran vorbeikommt, bitte nicht sagen, das schaue ich mir in Ruhe an, jetzt mache ich mir erstmal ein Zigarettchen, puff, macht's da. Das kennen wir aus Wilhelm Busch, wie geht das, Rums, da geht die Pfeife los, mit Getöse, schrecklich groß, Kaffeetopf und Wasserglas, da hat Busch, glaube ich, metaphorisch schon die Nordsee gemeint, möglicherweise. Das Schöne bei Wilhelm Busch ist, am Ende wird alles immer gut. Bei Wilhelm Busch gehen die Lausbuben Max und Moritz am Ende selber drauf. Ja, und wenn das bei den Offshore-Bohrungen genauso wäre, würden die sich wahrscheinlich auch mehr Mühe geben. Ja. Vielleicht ist das Ganze aber auch einfach ein Erziehungsproblem. Normale Menschen nehmen Rücksicht auf andere und auf die Umwelt. Das haben die nicht gelernt da bei Total, wie die bei BP auch da im Golf von Mexiko, diese Rotzlöffel, den hätte man viel früher schon mal links und rechts, aber ob das was gebracht hätte, wir haben Gott sei Dank einen Fachmann für Erziehung hier, jemand, der sich auskennt mit Bildung und Förderung, jemand, der weiß, dass gerade unsere Wirtschaftselite ganz spezielle Bildungsmaßnahmen benötigt und er bietet Lösungen an, er hilft, da sind wir sehr gespannt auf Timo Wopp. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, vielen Dank. Das ist ja schon fast zu viel. Vielen Dank, es stimmt. Es stimmt in der Tat. Ich bin hierher gekommen, um euch zu helfen. Es geht um Erziehung, es geht vor allen Dingen um Chancengleichheit. Denn die letzte Bildungsstudie hat es mal wieder gezeigt. Die soziale Schere in diesem Land geht immer weiter auseinander. Das ist sehr, sehr schmerzhaft. Aber tut es nicht viel doller weh, wenn eine Schere immer weiter zusammengeht? Merkt ihr, Leute, ihr müsst mitdenken bei dem, was ich hier erzähle, ja? Ich bin doch nicht Clown Bubu vom letzten Kindergeburtstag und dieser Beitrag hier von mir geht ganz klar nur an die oberen 10.000 da draußen. Mehr Chancengleichheit bei der Bildung. Passt auf, die Mittelschicht ist uns auf den Fersen und heutzutage reicht es auch nicht mehr aus, einfach nur selbst erfolgreich zu sein. Nein, ihr werdet mittlerweile an den Erfolgen eurer Kinder gemessen und die werden nicht leicht zu generieren sein. Alles wird umkämpft, der Arbeitsmarkt, Datingmarkt, Schnäppchenmarkt, da heißt es ganz früh, die Kleinen auf diese Härten des Lebens vorzubereiten. Das heißt, ihr müsst schon im Kindesalter damit anfangen, denen klarzumachen, dass bestimmte Dinge, die ihr denen so erzählt habt, einfach nicht stimmen. Dass ihre Gefühle eine Rolle spielen, dass man andere Kinder nicht auslachen darf, dass Märchen immer gut ausgehen. Und mal ganz ehrlich, wenn die mal wieder mit so einem selbstgemalten Bild um die Ecke kommen, nicht sofort loben, einfach mal angewidert weggucken. Fragen, ist das dein Ernst? Willst du mich provozieren? Die werden dann schon anfangen, sich zu improven, wollen ja auch ein bisschen geliebt werden, müssen ein bisschen was für tun. Montessori, Steiner, Erlebnispädagogik, alles schön und gut, aber man muss Kinder formen, solange die Knochen noch weich sind. Oder? Ich merke, da ist Energie auf dem Thema drauf. Das heißt, Frühförderung ab dem 6. Monat, Bootcamp spätestens ab dem 13. Monat, multilinguale Erziehung, unter 4 Fremdsprachen darf man da gar nicht erst anfangen. Wer nicht mindestens 35.000 Euro jährlich in sein Kind investiert, der ist raus, Leute, Mensch, Chancengleichheit, ey, fuck it, baut den Vorsprung eurer kleinen Scheiße aus. Und da kann man einiges tun, hä? Be Smart Academy unter der Woche, Mathekurs auf Englisch am Wochenende, Geige lernen nach der Suzuki-Methode, visuelle Schwimmschule, kreatives Malen, Pilates-Training, Ballettunterricht, Kinder-Yoga, Tennisstunden, hä? Und mal ganz kurz, für ein 4-jähriges Kind reichen in der Woche 20 Minuten zum freien Spielen vollkommen aus. Ja, sonst entwickeln die noch ihren eigenen Willen, fangen an, logisch zu denken. Das ist gefährlich für uns. Investiert in das Humankapital. Ich höre jetzt schon den Aufschrei der Pädagogen hier im Raum. Aber Kindheit, Recht auf Selbstbestimmung und Freiheit.
Mal ganz ehrlich, meine Freunde hat damals auch keiner gefragt, ob sie in die Schweiz aufs Internat wollen. Insofern investiert in das Humankapital eurer Kinder. Angeblich werden ja selbst unsere kleinen verwöhnten Popanze immer, immer dümmer. Da habe ich vor allen Dingen wahnsinnig Angst vor. Wer wird für mich mal später Wikipedia updaten? Angeblich werden unsere Kinder auch immer, immer dicker, aber ich denke, da wird übertrieben, oder? Also wenn man da den Medien Glauben schenken würde, hätte man es bald nur noch mit kleingefräßigen Moppeln zu tun. Ich glaube, es ist mitnichten so, dass wenn die im Unterricht über Macbeth sprechen, die Hälfte in der Klasse an Burger denkt. Ich glaube auch nicht, dass mittlerweile die ganzen Dicken in der Klasse Witze über den einzigen Dünnen machen. Wie soll das gehen? Irgendwie so, ey Jungs, guck mal hier, Anton, der schwitzt nicht mal, wenn er isst. Da wird der Kulturkampf nicht entschieden, nicht zwischen dick und dünn. Der wird entschieden auf den Spielplätzen dieser Nation, da, wo unsere multilingualen Kinder auf die semilingualen Kinder treffen. Multilinguale Kinder kennen wir alle, die mit Recht von uns mit Wissen dicht geschissen werden, für die es überhaupt gar kein Problem sein sollte, dem chinesischen Eismann ein fröhliches Ni Hao zuzurufen. Auf der anderen Seite die semilingualen Kinder, die sich einfach nur vor eine Schaukel stellen und sagen, Opfer, runter. Da wird's entschieden. Aber, oh, ich spüre, da ist Energie auf dem Thema drauf. Ihr fragt mich jetzt bestimmt, aber Timo, wenn es denn so ist, wie erzieht man denn jetzt solche dicken, dummen, kleinen Idioten? Ich habe da die Erfahrung gemacht, man kann da viel mit Angst arbeiten. Ja? Wenn man mit Angst arbeitet und ihr habt mehrere Kinder, ganz, ganz wichtig, auch da darf es keine Chancengleichheit geben. Ja? Sucht euch ein Lieblingskind aus. Ja? Eins, dass ihr ein bisschen mehr mit als das andere ist, passiert sowieso. Sprecht euch da kurz ab, beschleunigt den Prozess dann. Jetzt müssen wir dranbleiben. Drüber reden? Natürlich schwierig. Ich würde sagen, sagt den Kindern nur, dass es ein Liebling gibt. Sagt denen nicht, wer es ist. Das ist super, auch so Reisezeiten. Ich sage euch, die Diskussion, die dann zwischen den beiden auf der Rückbank vom Cayenne losgeht, beschäftigt die locker. Eine ganze Autofahrt zwischen Berlin und München. Wenn ihr vorher noch ankündigt, dass ihr den Nichtliebling an der nächsten Raststätte rauslasst, spart ihr euch noch die nervigen Pinkelpausen. Hä? So leicht, so spielerisch kann Kindererziehung sein, wenn man sich denn traut, mit asozialer Kompetenz zu arbeiten. Wie bin ich da jetzt nochmal drauf gekommen? Hört ihr mir überhaupt zu? Nee. Chancengleichheit, genau, genau. Wutbürger in den oberen 10.000. Mein Aufruf, steht auf, kämpft, ballt die Faust für eine bessere Bildung an unseren Privatschulen. Guckt euch unsere Eliten doch heutzutage schon an. Statt Bildungsgutscheine für Hartz-IV-Kinder lieber Fremdsprachengutscheine für deutsche Politiker. Nein. Wirklich, investiert in eure Kinder. Es lohnt sich. Nachhaltig. Ich selbst bin auch das beste Beispiel. Guckt euch mich an. Auch ich habe angefangen. Nach Jahren der Orientierungslosigkeit habe auch ich angefangen, den Reichtum meiner Eltern auch irgendwo als Chance für mich zu begreifen. Ich habe zu danken. Timo Wopp. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich was falsch gemacht habe in der Erziehung. Egal. Ich denke, was uns alle in den letzten Wochen aber am meisten bewegt hat, war, weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, aber ich denke ähnlich, dass endlich die Gedenkmedaille für Knut den Eisbären erschienen ist. Das hat mich so berührt. Das kann natürlich nur der Anfang sein. Bald kommen Münzen mit der Biene Maya, Heidi dem schielenden Opossum oder Kachelmann dem Wetterfrosch. Ne? Wir leben in einer so kreativen Zeit. Es ist wunderbar. Es ist eigentlich alles prima momentan. Ab und zu gehen mal wieder ein paar Milliarden raus an unsere Nachbarn oder Billionen. Die Million ist, glaube ich, irgendwann abgeschafft worden wegen Geringfügigkeit, oder? Das sagen die Banker mit 6 Nullen, da fange ich doch nicht an zu rechnen. Außer bei Privatkunden, da ist es was anderes. Da gibt es auch schon mal eine Kontopfändung wegen 3,30 Euro. Aber beim Investmentbanking unter 9 Nullen, das können Sie vergessen. Es gibt in unserem Finanzsystem so viele Nullen, das glauben Sie gar nicht. Wahnsinn. Wenn Sie mich fragen, ich glaube, dass bald auch die Milliarde Geschichte sein wird. Der Rettungsschirm geht jetzt schon in Richtung Billionen. Es sind ja, muss man immer dazu sagen, es sind ja nur Bürgschaften, die genau dann nicht eingelöst werden müssen,
wenn genügend Bürgschaften da sind. Also je mehr, je besser. Also raus mit den Billionen, am Ende wird es ja billiger. Das ist wie im Sommerschlussverkauf. Am Ende hat man so viel Geld gespart, dass man keins mehr hat. Wir sollten gleich Trillionen Bürgschaften ausgeben, nicht? Dann wären wir reich. Und am Ende wissen wir gar nicht mehr, wohin mit dem ganzen Geld. Und dann müssen wir es am Schluss den Griechen geben, weil wir keinen Platz mehr haben. Und die Griechen werden sauer sein und sagen, immer gebt ihr uns euer ganzes Geld, was soll das? Als wenn wir mehr Platz hätten als ihr, nicht? Es ist so kompliziert alles. Aber im Moment brauchen die Griechen Geld. Ne, das geben wir gerne, wir kriegen ja Zinsen dafür, solange die Griechen zahlen können. Aber das können sie ja, weil die haben ja unser Geld. Ne, die Griechen zahlen also die Schulden, die sie bei uns haben, mit unserem Geld zurück. Das ist eine super Idee, oder? Und die Griechen geben uns da wahrscheinlich irgendwann dafür, was sie so haben. Nicht? Die geben uns Schafkäse. Beziehungsweise so viel Schafskäse gibt es ja gar nicht. Der braucht... So viel Schafskäse, so viel, dass man die ganze Welt unter Schafskäse begraben könnte. Wer will das? So viel Schafskäse braucht kein Mensch. Deswegen geben wir Optionen auf Schafskäse aus. Jeder kriegt eine Option auf 1 Milliarde Tonnen Schafskäse. Ist alles gut. Es darf die Optionen nur keiner einlösen. So lange funktioniert das. Das nennt man Finanzsystem. Das funktioniert mit allem, mit Geld, wie mit Käse. Im Grunde würde das auch mit Luft funktionieren oder mit Hundehäufchen. Es ist völlig wurscht. Hauptsache, es sagt keiner, ich glaube, jetzt mache ich mir mal ein paar Milliarden Dosen Hundehäufchen auf. Dann bricht das zusammen. Aber das kann dauern. Bis dahin ist alles gut. Natürlich ist das alles nicht leicht zu begreifen, weil es ja verrückt ist. Die Leute denken ja alle, dass ihnen was weggenommen wird. Da beruht doch alles, was wir haben, auf diesem System. Da muss man nicht so schlechte Laune haben. Die Menschen ziehen bei uns ja teilweise mit Fressen durch das Land. Wahnsinn, ne? Wo man sagen möchte, mein Gott, schieß um dich, spreng dich in die Luft, aber mit der Fresse hier langlaufen, das ist Terrorismus. Ja. Ist es nicht so? Ich bin froh, dass Sie das genauso sehen und ich denke, unser nächster Gast sieht es auch so. Hier ist Nils Heinrich. Es ist ja so gerade Montagmorgens. Wie gucken denn da die Leute? Hm? Sauer. Die haben so ein zur Faust geballtes Gesicht. So ein Sauerampfergesicht. So ein biometrisches Passbildgesicht. Montagmorgens, ich beobachte die Leute, fällt mir immer auf. Montags gucken die anders als im Rest der Woche. Und ich denke mir immer, woran liegt das? Liegt das daran, dass sie jetzt Arbeit vor sich haben, eine ganze Woche voller Arbeit? Hm? Kann ich mir nicht vorstellen. Wir Deutschen finden doch Arbeit geil. Wir wählen bei jeder Wahl den Politiker, der die meisten Arbeitsplätze verspricht. Der die meisten Leute in Lohn und Brot bringen will. Wir gucken am Montagmorgens nicht so dumm aus der Wäsche, weil wir 5 Tage Lohn und Brot vor uns haben. Nein, ich weiß, warum montags alle mit diesem biometrischen Passbildgesicht gucken. Die gucken montags so, weil am Sonntag der Tatort wieder scheiße war. Tatort. Große deutsche Fernsehreihe, seit dem Ende des Urknalls auf Sendung. Und früher war das mal ein Krimi. Verbrechen, Verfolgungsjagd, Verhaftung, Abspann. Und du bist ab ins Bett mit dem wohligen Gefühl, dass die Welt wieder ein Stückchen sicherer geworden ist. Das war mal früher, als Lady Gaga noch Elton John hieß. Aber ist lange vorbei. Wenn ich jetzt den Tatort anmache, dann sehe ich in der Regel Probleme. Irgendeinen Mittelständler, der Probleme hat, weil sein Geschäftsmodell nicht funktioniert. Ja, gucken wir mal. Er ist zum Beispiel ein Biobauer. Der baut Bärlauch an. Dem steht das Wasser bis zum Hals. Er hat Schulden ohne Ende, was aber seine Frau nicht weiß. Warum hat er Schulden? Er hat vor Jahren mit Telekom-Aktien spekuliert, weil er den Tatort mit Manfred Krug gut fand. Dann hat er Air Berlin-Aktien gekauft, weil er gerne Johannes B. Kerner geguckt hat. Jetzt Krug weg, Kerner weg, Aktien im Keller, Geld weg. Und die Frau weiß nichts von den Geldproblemen ihres Mannes, wundert sich aber, dass sie nachts nicht schlafen kann, weil es draußen so hell ist. Warum? Ist es draußen so hell? Weil nämlich dieser Bio-Bärlauchbauer Vattenfall erlaubt hat, in seinem Acker abgelaufene Brennstäbe aus dem AKW Krümmel zu verklappen. In den Löchern, in denen er früher Mohrrüben gezogen hat.
Dafür zahlt ihm Vattenfall viel Geld. Jetzt leuchtet aber nachts der ganze Acker.